Emmy, was ich ganz, ganz beeindruckend fand, war, als wir zusammen im Bräuninger waren, unten in diesem Süßigkeitentunnel, und die Frau so unglaublich unfreundlich zu uns war. Und ich dann gesagt habe, Mensch, Kinder, es tut mir leid, dass die so unfreundlich war. Und du gesagt hast, Oma, hast du nicht gesehen? Die hat keinen Stuhl und kann sich nicht hinsetzen. Und die kann den Himmel nicht sehen und die Sonne nicht sehen, weil es kein Fenster gibt. Es hat mich so, so beeindruckt. Ich frage mich, wie hast du das geschafft, in so einem Moment daran zu denken, wie es dir geht? Wenn ich die Menschen sehe, die unfreundlich sind, dann überlege ich erst mal, was sie so wütend macht. Und dann, wenn ich den Grund habe, ist es okay für mich. Ich hatte mal eine Frau im Supermarkt, die hat mich angebrüllt. Da habe ich es nicht verstanden. Eigentlich, fand ich, konnte sie nicht motzen. Und dann kam meine Freundin zu mir und wir haben gemeinsam überlegt, was sein könnte. Und dann meinte sie, vielleicht verdient sie einfach ein bisschen zu wenig Geld. Erstmal muss man gucken, was den Menschen wütend machen könnte. Und danach, als ich aus dem Supermarkt raus war, habe ich mich von was anderem abgelenkt. Vielen Dank, dann versuche ich das auch mal. Bitte, tschüss.